Ciao, Jack, Digga. Was geht? Hast du Bock auf eine Halloween-Party? Halloween-Party? Wir fahren an einer alten Zeche, da ist, glaube ich, heute irgendwas. Wie wär's, wenn wir richtiges Halloween veranstalten? Wie richtiges? Wie meinst du das? Ja, auf meine Art. Auf deine Art? Boah, ich weiß ja nicht, ob das so gut endet. Ach klar, vertrau mir, Digga. Komm, ab zum Crackmobil. Ja, okay. Ich zeig dir mal, wie Halloween geht. Oh Mann. Ja, okay, Digga. Dann los. Ich nehm dich mit auf eine Reise zu Dämonen und Geistern. Auf der Reise liegen Leiche, einfach kurz in der Einfahrt. Teufelssymbole, erleuchtende Nebel. Kofferraum voll mit Werkzeugen zum Quälen. Also Jack, meinst du, das ist echt ne gute Idee? Agierst du skrupellos, resultiert meist ein blutiger See. Wie wäre es denn, wenn wir in diesem Jahr friedlich feiern? Ohne fiese Geister, wie ne Familie einfach. Aber nicht, wir sind jetzt sowieso gleich im Dämonenreich. Hier kommt wieder Tod vorbei, das wird ihnen prophezeit. Steige aus, doch vor dem Blutbad will ich eine tackern. Geh ich auf die Straße, fang die Lichter an zu flackern. Ach, verdammt, ich frag mich, worauf ich mich eingelassen hab. Fahr durch die Seitengassen nachts mit nem geisteskranken Spaß, der schlachtet leidenschaftlich ab. Ich hielt es eigentlich für Quatsch, doch jetzt holt er grad ne Säge aus dem Reisetaschenfach. Pass gut auf mit der Säge, denn das Sägeblatt ist scharf wie ne Bärenkralle oder ein Hyänenbackenzahn. Es ist Halloween und heute sind sie den Tränen alle nah. Weil ich ehrenamtlich ja, während ich Ledermantel trag. Ja, der Ledermantel stark, so in schwarz wie deine arme Seele. Wir fahren grad durch Nebel, draußen der Gestank von Schwefel. Seemonster bei einem Blick durchs Nachtsichtgerät. Du musst ne Taktik empfehlen, wie beim Stammtischgespräch. Ja, Ende seiner Lebenszeit, meine Taktik hier, ich will den Kopf aus wie ein Kürbel. Dann stell ich dann Teelicht rein, so was mach ich nebenbei. Danach kannst du ihn einfach zerstückeln, kein Thema sein, du hast ja die Säge bei. Das muss scheinbar unbedingt sein. Ich frag mich, wieso findet man jemand umzubringen geil? Das versteh ich nicht. Als würdest du in Fremdsprache reden, sollen wir nicht auch auf die Halloween-Event-Party gehen? Nein. Nicht? Erstmal will ich ein bisschen richtigen Spaß haben. Okay. Und ein paar schaurige Gesichter in Menschenköpfe reinschneiden. Boah, Digga. Nachdem ich sie ausgeweidet hab. Boah. Gib mal das Messer. Halloween. Wir sind mit Dämonen im Einklang. Köpfe gefroren im Eisfach. Ruf die entflogenen Geister. Messer liegt bereit, es ist Halloween-Zeit. Halloween. Wir sind mit Dämonen im Einklang. Köpfe gefroren im Eisfach. Ruf die entflogenen Geister. Messer liegt bereit, es ist Halloween-Zeit. Du kannst eine Party auf Lernholzzettel schreiben. Mein Unwesen treiben in dunkelsten Kreis. Eine Stunde vorbei und schon hunderte Leichen. Mein Blut verschmiertes Hemd in die Buntwäsche schmeißen. Du hast hunderte getötet, wie geht das denn? Wann ist das passiert? Ich hab im Vorbeigehen einfach alle massakriert. Krass, du bist ja wirklich nicht normal, du bist der wahre Teufel. Ja, ich sag mal so, wenn jemand Stier spielt, Schadenfreude. Können wir dann bitte jetzt das Schattenreich verlassen? Dann kann ich's noch schaffen, rechtzeitig ne Plastikgeist zu basteln. Und um den Kids die Klingen etwas in die Taschen hineinzupacken. Werden paar leckere Kekse aus Mandelteig gebacken. Ja, vielleicht sollte ich dich auf die andere Seite lassen. Du bist wie Sonnenuhrzeiger, abgeneigt vom Schatten. Hol das Crackmobil direkt und packe meine Sachen. Egal, aber zacke ich Stachelschwein im Nacken. Oh, korrekt, da unten war's mir echt zu düster. Und der hat kein Hühnchen, doch ne fette Henne hier im blühenden Herbst. Geht zu einer netten Gruselparty, da wird Süßes verzehrt. Gewinnt das Jack von Crack verkleidet den Kostümwettbewerb. Ja, Glückwunsch, doch ich hau mal wieder ab, zurück ins Schattenreich. Arbeit am Crack Tip 2 und dann irgendwann vielleicht. Frag mich jetzt nicht, wann's erscheint, vielleicht wird's ne lange Zeit. Es könnte in 10 Jahren oder 2026 sein. Gut, weiß ich Bescheid, das deutsche Plan wird zerfickt. Wenn du beschäftigt bist, produzierst sich noch ein Album voller Hits. Ja, mach das, wir sehen uns bei der Königszeremonie. Wünsch den Hörern dieses Liedes ein fröhliches Halloween. Jack taucht irgendwann wieder auf und ist bereit. Setz mich erstmal mit ner Bong in den Raum von Geist und Zeit. Muss jetzt aber los zu dem Ort, an dem die Geister aus. Hab noch nie verloren, aber besitz den größten Scheiterhaufen. Halloween. Wir sind mit Dämonen im Einklang. Köpfe gefroren im Eisfach. Ruf die entflogenen Geister. Messer liegt bereit, es ist Halloween-Zeit. Halloween. Wir sind mit Dämonen im Einklang. Köpfe gefroren im Eisfach. Ruf die entflogenen Geister. Messer liegt bereit, es ist Halloween-Zeit. Okay, tschüss. Okay, er geht einfach. Ja, ciao. Ciao, Digga. Ciao. Ciao. Ciao.